Der Amazonas-Regenwald ist mit einer Fläche von mehr als 7 Millionen Quadratkilometern das umfassendste Waldgebiet und der größte Sauerstoffproduzent unseres Planeten. In diesem artenreichsten ökologischen System der Erde warten noch immer tausende Tier- und Pflanzenarten, aber auch ein Fünftel aller irdischen Mineralreserven auf ihre Entdeckung. Seit tausenden Jahren leben die Ureinwohner hier im gegenseitigen Einvernehmen mit der Natur und sammelten ein reichhaltiges Wissen über die Vielfalt der Lebensformen in ihr. Heute jedoch befinden sich Regenwald und Eingeborenenstämme in einer existenzbedrohenden Situation. Bevölkerungswachstum und steigender Bedarf an Land und Rohstoffen bedrohen wie nie zuvor das seit 150 Millionen Jahren bestehende ökologische Gleichgewicht der Natur. Am nordwestlichen Rand des Amazonas-Regenwaldes leben die Ureinwohner vom Warani-Stamm. Ihre kleinen, zerstreut lebenden Gruppen ernähren sich als Jäger und Sammler und nutzen den Reichtum des tropischen Regenwaldes, ohne Schaden zu verursachen. Das Warani-Territorium liegt auf der Ostseite der Anden, innerhalb der Grenzen Ecuadors. Umgeben von undurchdringlichen Wäldern verblieben sie für tausende Jahre von den Entwicklungen und Veränderungen der Außenwelt verschont. Bis auf den heutigen Tag vermeiden die Togari, eine Warani-Gruppe, den Kontakt mit anderen Menschen. Die sich um ihr Gebiet aufbauenden Gefahren werden von